Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Lumberjack Dynasty. So, den einen Regentag haben wir verschlafen. Ja, diesen Regentag oder dieser Tag ist immer noch wieder regnerisch, was sehr schade ist. Aber ist halt so. Dann gehen wir nochmal wieder Kühe melken. Auch heute kann ich dann der Maria kein Hallo sagen, weil auch sie heute wieder nicht da sein wird. Was sehr schade ist. Ich will doch mit Maria auch weiterkommen. Aber gut, ist halt so, ne? Müssen wir akzeptieren. Bei Regen sind die einfach ungerne draußen. So. Und dich auch noch. Und dann die Eier noch einsammeln. Oh, die Hühner sind auch drin. So, die brauchen auch noch die Schafe. Aber die Eier können wir trotzdem aufnehmen. Sehr gut. Also wir sind nur bei 2 schönem Wetter draußen. So, ich habe hoffentlich alle Eier. Bei dir war... sieht aber so aus. Sehr gut. So, wie viel Futter haben wir noch? Das sehe ich draußen, ne? Ah, die Sonne scheint. Sehr schön. 6 Schafe, 20 Hühner. Hahn, Hund, Katze, ja, 70%. Ach, jetzt kommen sie raus, okay. Das Wetter wird schön und sie kommen raus, sehr gut. Da ist Mizi. Wo ist Oskar? Den muss ich noch füttern. So, gucken wir mal im Gewächshaus. Da haben wir ein bisschen zu hoch, ne? Aber ich kann das Fenster doch öffnen. So. Immer noch nicht reif. Och, wie lange braucht das denn? Wie lange braucht das denn? So, dann gucken wir mal, dass das jetzt ein bisschen trocken wird da drin. Trockener. Wegen dem Honig kann ich gerade mal gucken. Auch keiner. Schafe sind auch wieder draußen. Und ich könnte die eine Ladung Holz, die wir noch auf dem Laster haben, könnte ich gerade mal in das Ding packen, ne? In den Trockner. Da haben wir jetzt wieder einen Platz frei, ne? Da macht es auch Sinn, dass wir das dort reinpacken. Ich hoffe, ich kann das vom Transporter laden. Wenn nicht, muss ich kurz in den Transporter hüpfen. So. Okay, wir haben das Problem. Das ist Fichte übrigens. Muss nicht einfach dort runterholen können. So. Plöpp. Jetzt aber.
Jetzt haben wir es dann. Sehr schön. Dann können wir es mal in den Bunker tun. Wäre mal interessant, ob das bei Fichte dann auch vom Ding her, da müssten wir vielleicht innen alles mit Fichte machen oder so. Dass dann halt so heller ist. Aber jetzt müssen wir es erstmal trocknen. So. Fichte ist ja teurer als Kiefer, glaube ich. Oder ist das Kiefer? Ich weiß es doch nicht. So, also was auf jeden Fall Sinn macht, wenn wir trockenes Holz haben, dass wir das verkaufen und das Nasse dort einlagern. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, was wir an Quests haben. Jetzt kann man auch der Maria wieder Hallo sagen. Wir haben eine Reparatur. Wir müssen ein Schaf suchen. Und wir haben Buschtrimmer und wir haben Reparatur. Sehr gut. Dann würde ich sagen, fahren wir bei Maria vorbei und dann gehen wir hier mal zu der Reparatur. Bis dahin sind es noch 2 Tage. Das geht klar. Ups. Vielleicht haben wir Glück, dass die 2 Reparaturaufträge sind so groß, dass wir damit genug Geld machen, um die teure Drohne kaufen zu können. Und da muss ich nur noch bei der nächsten Aufnahme dran denken, dass ich zu den Drohnenwettbewerben wollte. Aber versuchen wir unser Glück. Erstmal sagen wir Maria Hallo, bevor der Regen vielleicht nochmal wiederkommt und sie wieder weg ist. Weil das wollen wir ja auch nicht, ne? Und dann bin ich mal gespannt, was man bei den Drohnenwettbewerben gewinnen kann. Und ob wir da auch eine Chance haben. Vielleicht machen wir da ja das große Geld, ne? Und ich die Chance bisher verpasst. Dass man da richtig absahnen kann. Um Kohle, um das Sägewerk abzubezahlen. Schönes sind ja 2 Drohnenwettbewerbe nacheinander. Das heißt, wir haben da auf jeden Fall Chance, bei der einen zu trainieren und bei dem anderen dann vielleicht zu gewinnen. So, und Maria müsste jetzt heute wieder der Wolldeister. Maria. Hallo, meine Liebe. Hallo. Willkommen, gut, dich zu sehen. Ja, irgendwelche neuen Gerüchte? Irgendwelche neuen Gerüchte? Mir fällt nichts ein. Gut. Wirklich. So schöne Augen. Du bist etwas Besonderes, weißt du das? Oh, das ist so schön zu hören. Danke. Bitte. So. Sie mag uns. Noch kein rotes Herz, aber sie kann ich Hallo. Ihr was schenken. Toll, dich zu sehen. Wie geht's? Gut. Brauchst du meine Hilfe? Nee, bis später. Bis später. Geschenk kann ich ihr noch keines machen. Dann gucken wir mal, dass wir die Eier hier verkauft kriegen. Hallo, mein Freund. Wie geht's? Gut. Sieh dich um. Ich hab sicher das, was du brauchst. Ja. Möchtest du an? Oh, ich hab die Eier. Ich hab nicht gekocht. Mist. Ich muss los. Bis bald. Ich habe nicht gekocht. Das können wir aber ja kurz machen. Können uns ja kurz mal heimbeamen. Und dann wieder in den Transporter zurück. Ach genau, ich hatte im Gewächshaus kurz geguckt. Da war leider ja noch nichts reif. Aber dann können wir die Eier und die Milch, gerade Kondensmilch und diese... Muss ich eigentlich was essen?
So, hoppala. Zurück. Zurück. So, dann machen wir das nämlich gerade. Gekocht. Ach, doch nicht eins. Was mache ich in Nudel denn? Mehr. Mehr brauchen wir. So. Und dann machen wir noch die Milch. Die Sachen können wir nämlich schön verkaufen. Geben auch noch mal ein paar Talerchen. So, jetzt dann. Jetzt können wir handeln. Hallo, mein Freund. Wie geht's? Sieh dich um. Ich habe sicher das, was du brauchst. Ja, wir möchten handeln. Möchtest du handeln? Hier bin ich ja schon richtig. Davon kriegst du 16. Nämlich auch 115. Da machen wir einen weniger. Einen behalten wir zum Essen. So, und gibt auch nochmal 300 Talerchen, ne? So. 4000 haben wir, sehr schön. Dann jetzt noch die Reparaturaufträge. Und dann sollten wir die 6000 irgendwas zusammen haben. Außer das sind jetzt so Mini-Reparaturaufträge. Und für das Schaf kriegen wir nichts. Busstrimmer gibt immer noch einigermaßen Geld. Also für das Schaf kriegen wir 60 Taler, also 60 Euro oder so. Also nicht wirklich viel. Und beim Schafsuchen haben wir natürlich immer die Möglichkeit, dass wir noch Kräuter finden. Das gibt dann je nachdem nochmal wieder richtig Taler, weil wir das dann ja verkaufen können. Aber wir machen jetzt erstmal den Reparaturauftrag. Sind wir mit dem schnellen Auto unterwegs und jetzt haben wir natürlich keine Transportquest. Oder schneller Rennauto unterwegs. Aber er ist deutlich schneller als der kleine Pickup. Das muss man ganz klar sagen. Ich kann mal gucken, wo wir überhaupt lang müssen. Irgendwo hier oben war das, das weiß ich. Ups. So, jetzt gucken wir mal. Ja, hier müssen wir abbiegen, sehr gut. Da und dann da irgendwo. Du biegst da ab, das ist gut. Ich bieg hier ab, dann passt das. Dann können wir das Auto hier irgendwo abstellen. Oh, hier gibt es auch eine Haltestelle, okay. So. Wo ist denn mein Questfreund? Da irgendwo. Einfach durchhalten. Genau, einfach durchhalten. Davon weiß ich nichts. Ah. Camilla. Nicht jetzt, tut mir leid. Doch. Doch jetzt. Hallo. Schön, dich zu sehen. Brauchst du meine Hilfe? Brauchst du meine Hilfe bei irgendwas? Das Gebäude dort drüben muss repariert werden. Würdest du das für mich tun? Klar. 500, sicher, ja. Kein Problem. Welches Gebäude da drüben? Nichts Großes offenbar. Das hier, okay. Du willst auch im Gewächshaus was anpflanzen. Kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Dann kannst du bald richtig wieder Sachen anpflanzen, meine Liebe.
Zack, zack, tak, tak, taka, taka, chaka, chaka oder so ähnlich. Kleiner Reparaturauftrag, schnell erledigt. Gibt aber ja auch nur 500 Talerchen. Mehr nicht. Upsala. Da sind die Punkte, okay. Ach so. Die gehörten hier zu dem Dach. Können wir den hier noch reparieren? Machen wir mal die Löcher da raus. Da haben wir es auch schon bald geschafft, ne? Aber kriegen halt auch nur 500 Taler dafür. Da. Da haben wir noch zwei. Und den hier noch. Ach, da haben wir auch noch einen, okay. So. Gewächshaus ist repariert. Kann sie ihre Pflänzchen jetzt anpflanzen? Ich habe da was ganz anderes gehört. Gut gemacht. Danke. Danke. So. 500 Taler haben wir dazu gekriegt. Wo ist das Auto geparkt da unten? Würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Reparaturauftrag, ne? Der ist hier. Gehen wir noch zwischendrin das Schaf suchen. Macht vielleicht Sinn, ne? Es liegt einfach auf dem Weg. Es liegt einfach auf dem Weg. Da bietet sich das ja geradezu an. Dann düsen wir mal dahin. Und hoffen, dass das alles so passt. Ein Kilometer haben wir noch. Und wir konnten endlich der Maria wieder Hallo sagen. Das war auch schön. Er hat jetzt schon Herzchen in den Augen, das heißt, nicht mehr ganz lang, dann können wir ihr Sachen schenken. Und ja, dann nicht mehr ganz lange, denke ich, und wir können sie heiraten. Hoffe ich doch. Ja, bin mal sehr gespannt, vor allen Dingen auch, wenn wir dann endlich das Sägewerk abgezahlt haben. Dann sind wir ja quasi angekommen hier im Ort. So, und wie ich sehe, ist die Folge quasi auch um, deswegen sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, also los, nächstes Mal wieder mit dabei, ja, wenn wir dann hier das Schaf suchen gehen, ne? In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.